Hallo und damit recht herzlich willkommen zu mir oder von mir zurück zur Modellbahn-Update Folge 21. Ja, ich habe am Wochenende beziehungsweise jetzt die Woche über schön fleißig weiter geschottert. Es ist jetzt bis zur zweiten Wendeschleife jetzt fertig geschottert. Und ja, nächste Woche geht es dann halt eben hier drüben weiter. Oder das ist jetzt am Wochenende, will ich diesen Bereich hier noch schottern. Und wenn ich es hinbekomme, gipsen. Aber erstmal noch einen Gips dazu. Ja, dass ich da hinten noch den Berg so ein bisschen modellieren kann schon mal. Ja, aber was sieht man hier Neues, Schönes? Ich habe es noch nicht abgesaugt, aber ich habe an diesem Wochenende auch Oberleitungsmasten gesetzt. Drüben stehen noch mal einer, einen habe ich glaube ich noch übrig. Nein, drüben stehen zwei. Nein, doch nur einer. Also einen haben wir noch übrig von dem Oberleitungsmasten. Wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt noch einen davon übrig. Hier steht jetzt einer. Hier steht Oberleitungsmast 2. Dann geht es hier rum mit 3, 4, 5, 6. Drüben noch einer, 7, genau, und dann haben wir noch übrig. Das sind dann insgesamt auf 8 Oberleitungsmasten kommen. Ja, was man hier auch schon sieht, das erste Signal funktioniert hier wieder. Ich weiß zwar ein bisschen alles nur so ein bisschen provisorisch, mit der alten Stellwerkstation nicht angeschlossen, aber das Signal funktioniert hier schon wieder. Das Signal dort hinten funktioniert schon wieder. Das Signal habe ich auch schon angeschlossen, steht es nur nicht, deswegen habe ich es auch nicht an. Und das Signal hier ist auch angeschlossen. Also insgesamt sind es wieder vier Signale zum Ansteuern da. Und ich denke mal, ist auch soweit ganz gut ist. Ja, eigentlich ging auch bis vor gerade eben ein Teil der Straßenbeleuchtung, aber die hat anscheinend mal wieder ihren Geist. Ah, jetzt geht's auch wieder. Ha, Videoeffekt. Bis gerade eben ging sie auch. Und dann ging es wieder nicht. Naja. Komisch, warum gehst du schon wieder nicht? Halt ein bisschen wackelige Probleme. Ja, also es geht noch nicht alle Lampen hundertprozentig gut. Aber sieben Lampen, die zwei hier funktionieren, die zwei da hinten. Denn darum. Und hier bin ich halt eben so im Überlegen, ob ich nicht sage, ich baue hier die Lampen ab und setze da nochmal eine einfache hin. Die doppelte Peitschenlampe funktioniert bei mir nämlich auch nicht. Hier. Ich mache das ordentlich. Bahnsteigbeleuchtung habe ich auch noch nicht. Das kommt jetzt alles noch in den nächsten Tagen auf uns zu. Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt erstmal vor, dieses Wochenende fertig zu schottern. Dann hier vielleicht schon mal so nochmal ein, zwei, drei Weichenantriebe in Betrieb zu nehmen. So wie. Also die drei Weichenantriebe in Betrieb zu nehmen, wieder am BW. Ich werde ja wieder in die Pico sichtbar nehmen, weil das ist das Beste bei Pico. Was ich jetzt erstmal so machen könnte, weil mit den Unterflurantrieben, naja, gut. Naja, ich werde jetzt erstmal hier hinten am Wochenende diesen Bereich hier einmal komplett schottern. Das werde ich wahrscheinlich am Freitagabend machen. Dann vielleicht noch ein bisschen was skipsen. Dann werde ich mich Sonntag wieder an die Elektrik machen. Juhu. Da werde ich mir ein bisschen was neu anschließen hier, was neu dazugekommen ist. Ja, das gab es von mir zu berichten. Ich würde sagen, jetzt machen wir zum Schluss mal noch eine kurze Fahrimpression. Und zwar bei jetzt hier unter der Oberleitungsstrecke der Metronom. Macht's gut, bis in zwei, drei Wochen, wenn ich wieder weiter bei einer neuen Folge von Modellbahn Updates.